Ein Schiff, das Musik und Kunst in Bewegung bringt. Genau das soll die MS Dauerwelle schaffen. Professorin Asli Serbest hat die Idee ins Leben gerufen. Die Verantwortlichen haben sich gleich in das 60 Jahre alte Binnenschiff verliebt. Doch erstmal mussten sie schauen, ob das ehemalige Techno-Party-Schiff auch geeignet ist, um das Projekt umzusetzen. Das Schiff haben wir in Gelsenkirchen abgeholt. Und damals war es voll mit so Symboliken von Techno-Partys, mit Totenköpfen. Und wir sind oft dahin gefahren, um auch zu schauen, ob es überhaupt möglich ist, diesen Schiff zu einem Ausstellungsraum umzuwandeln. Nach 3 Jahren Arbeit und Planung ist es gelungen, aus der Disco einen Ausstellungsraum zu machen. Auch für die Haustechnik der Hochschule für Künste war das Neuland. Das Besondere ist erstmal, sich mit so einem alten Schiff auseinanderzusetzen und dann abzuwägen, was kann ich diesem Schiff noch zumuten? Also dieses Schiff auf Neuzustand bringen, das könnte kein Mensch sich leisten. Dementsprechend werden Sie hier auch ganz vieles sehen, wo man denkt, das müsste schöner sein. Das ist aber auch an finanziellen Grenzen dann irgendwann gescheitert. Und eben, was wollen wir damit machen? Nämlich Kunst in Fluss bringen. Ab heute werden die ersten Ausstellungen von Studierenden präsentiert. Zukünftig sollen hier aber auch Konzerte, Modenschauen und verschiedene Veranstaltungen stattfinden. Aber nicht nur an diesem Platz, sondern in ganz Bremen. Denn das 53 Meter lange Schiff soll nicht fest verankert bleiben. Unser Hauptziel ist tatsächlich hier in Bremen, diesen Ausstellungsraum für unseren Fachbereich Kunst und Design, aber auch eben für unseren Fachbereich Musik zu liefern. Und dann vielleicht eben kleinere Ausflüge, vielleicht eben nach Bremerhaven Ende September zu den maritimen Wochen. Ein schwimmender, beweglicher Kunstraum. Ein Konzept, was in der deutschen Kunstszene einmalig ist. Nach vielen Jahren Planung ist für Professorin Asli Serbest die MS-Dauerwelle ein richtiges Erfolgserlebnis. Die Reaktionen von meinen Freunden, von meinen Kollegen und von Studierenden, das freut mich sehr und das bedeutet mir viel, weil es ein sehr großes Projekt ist, was ich selber am Anfang dachte, dass es unmöglich wäre, dass es heute dasteht. Egal ob hier oder doch woanders, Hauptsache die Kunst bleibt auf Dauer in Bewegung.